Freunde, es ist mal wieder soweit. Wir haben uns versammelt, um ein Erzeugnis Gottes hinzukriegen. Diesmal werden wir nicht herausfinden, was mit was am besten schmeckt, sondern wir werden eine ultimative Mischung machen. Wir haben wirklich eine Vielfaltpalette an Säften gekauft, werden diese einzeln probieren und bewerten und am Ende werden wir jeden einzelnen Saft in dieses Glas mischen, um das ultimative Safterlebnis zu zaubern. Denn mir fehlen ein paar Dinge bei Säften. Dementsprechend wird das heute ein Ende finden. So wie das Leben meiner Oma, die mittlerweile schon seit 3 Wochen beatmet wird. Was ich dir schon immer erzählen wollte, ist, was mein Lieblingssaft ist. Und zwar Orange mit Mandarinen. Wirklich? Mhm. Da habe ich das Beste für dich am Start. Wir haben hier Mandarine, Orange und... Ich vermisse sie. That's the sign that you should call her. Sag mal, sie... Ich finde, das ist eine absolute Virtuose unter den Säften. Lecker Schmecker. Ich mag Mandarine und ich mag auch Orange. Gut. Oh, ich habe richtig Bock. Prost, Freund. Prost, Freund. Okay. Hm. Mild, Zitrusfrucht, Sonne, Italien. Zitronig? Ich mag den Amount of Fruchtfleisch, der da drin ist. 10 von 10 Saft. Ja. Ich gebe eine 9,8. Ich gebe eine 9,9. Dann würde ich sagen, wird das die Basis unseres ultimativen Safts. Auf jeden Fall. Klar. Einer meiner lieblingsgesunden Snacks sind Granatapfelkerne. Und deswegen habe ich es mit deiner Katze getan. Ich habe keine Katze. Oh nein, die Nachbarin. Deswegen habe ich mich für einen Granatapfelsaft entschieden. Lecker. Ich kann mir legit darunter gar nichts vorstellen. Ich bin ab und zu in einem Supermarkt, da kann man sich frische Granatapfelsaft so rauspressen lassen. Mhm. Habe ich auch schon mal gemacht. Ist lecker, aber es ist oft sehr so sauer. Hat eine große Säure und ich bin gespannt, wie es in diesem Saft hier gelöst ist. Mhm. Ich glaube nicht, dass es süß ist. Hier steht auf jeden Fall drauf Vitamin C. Das braucht man, um gesund zu sein. Richtig. Wichtig für den ultimativen... Sehr wichtig. Schulwahnsinn. Saft. Griechische Rein. Das riecht, wie wenn man als Kind Wein bekommen hat. Oh nein, die haben die Säure rausgemacht. Oh. Ich finde den übel geil. Also den könnte man nehmen als Mischgetränk. Ich finde den überhart. Der schmeckt nicht wie Granatapfelkerne. Ich finde es gut. Also ich würde dem Saft ebenfalls 8 bis 9 geben. Ich sage einfach mal 8,5. Ich finde es ein guter Saft. Man kann ihn trinken, genießen. Als Mische sehr genießbar. Alleine als Saft würde ich ihm eine 7 geben. Gemischt mit was jetzt genau, Dominik? Einem Wodka-Juice zum Beispiel. Rein damit, wa? Oh, das flockt schon so aus, Alter. Es sieht aus wie Kiba. Es ist übel geil bis jetzt. Apropos Kiba, mein guter Freund Dominik. Warte, warte. Wir haben einen fairen guten Banane. Mach mir viel rein, ich habe Durst. Jo. Jo. Wird das ein Dreckvideo jetzt hier? Probieren wir es. Bell für mich. Also ich muss sagen, das schmeckt mir sehr lecker. Ja. Gebe ich eine glatte 9. Also ich muss sagen, es ist natürlich ein leckerer Saft. Es ist Bananensaft, Bananen mag jeder. Der Saft ist mir jetzt persönlich ein bisschen zu dickflüssig, als dass ich dem irgendwie als Saft rate. Man könnte es mit Kiba machen, ja. Oder man könnte so einen kleinen Schuss Tequila reinmachen. Und ich glaube, das wird dann auch sich geil zu verteilen. Muss ja jetzt nicht alles mit Alkohol sein, Dominik, oder? Nein, muss nicht. Ich sag nur, es würde also mit einem kleinen Tequila so mal so halb-halb. Bringt alles nichts, der muss rein. Rein in unseren Supersaft. Leute, ich komme ja aus dem Schwabenland und da ist Sauerkraut sehr bekannt und deshalb haben wir jetzt hier einen Sauerkrautsaft, dass ich dich vielleicht ein bisschen an die, sag mal, die süddeutsche Sauerkrautkultur ran gewöhne. Vor dem Scheiß habe ich richtig Angst, weil Sauerkraut mag ich gar nicht. Ohohoho. Digga, wirklich nicht. Das kommt schon dick. Oh mein Gott. Solche Produkte bräuchten meiner Meinung nach nicht nur Nutri-Score, sondern auch verfickten Warnhinweis mit Schockbild. Ja. Zum Boli. Nee, bitte stopp. Boah, geht easy klar. Getrunken geht es easy klar. Nein. Ich habe dadurch übelst den Türlutususu-Flashback bekommen. Dieses salzige Zeug, was ich am Glücksrad fressen musste am laufenden Band. Ich kann es nicht mehr. Ich trinke noch kurz mein Glas leer, Freunde, weil mir schmeckt super. Baden-Württemberg, ich komme. Bruder. First Sip und dann trinke ich leer. Darf ich Nase zuhalten? Nein. Ich halte aber deine Hand. Yo. Oh, ich greife richtig zu. Oh nein. Baden-Württemberg, ich komme. Also ich gebe 0. Ich muss ja kotzen, was kann ich ja nicht trinken? Ja, Sauerkrautsaft gebe ich, weil es aus der Heimat kommt, eine 10. Das kannst du halt nicht trinken. Nee, fürs Kochen vielleicht lecker. Ja, keine Ahnung, gebe ich eine 5. Ich brauche jetzt für mein Empfinden auf jeden Fall wieder was Süßes. Was fällt dir ein, wenn es um Süßigkeiten geht? Erdbeerapfel. Klar, Erdbeerapfel. Ja. Geht. Es geht klar, es schmeckt auch nicht schlecht. Unambitioniert. Ja. Ich gebe eine 7,3. Ich gebe eine 5. Aber es kommt natürlich trotzdem mit rein. Für den Supertrunk, na klar.
Hey Dominik. Ja. Du bist der süße Typ. Ja. Und das kann man nur kontern, indem man was Saures nimmt. Jo. Wir haben hier Zitronensaft pur. Gut. Das ist ein Riesenproblem. Das muss ich sofort aufwischen. Rein damit. Boah. Geil. Ich liebe das. Ja? Ja. Prost. Prost. Boah. Ich glaube, da ist bei uns die Difference. Boah, es ist sauer. Findest du? Mhm. Du hast keinen Sauergeschmack. Ich finde das übel geil. Kannst du das ohne Gesicht verziehen? Gar nicht? Ja, doch. Oh, 10 von 10. Könnte ich trinken, könnte ich exen, finde ich geil, kann man mischen. Also Zitronensaft ist für mich pur nix. Ich sage mal einen schönen Wodka-Soda. Aber Dominik, es hilft dir alles nichts, es muss rein. Immer schon ordentliche Schubkette. Kannst du dich noch an die kleine Lilly erinnern, die wir zusammen im Parkhaus verschwinden lassen haben? Nein. Sind Sie von der Polizei? Ich habe was für uns rausgesucht, was uns an diese Gräueltat erinnert, und zwar Leichensaft. Wir haben hier Leichi und ich denke mal, dass es wirklich so schmeckt, wie es da auch gerochen hat in dem Parksack. Wow, süßlicher Geruch. Es ist super wichtig, dass der Bruder kein Wasser abbekommt. Ich fand Litschi richtig eklig, muss ich sagen. Ich fand's lecker. Ich gebe eine 9 von 10. Mmh. Ich geb 3. Aber es muss trotzdem in unsere Mischung rein. Nun haben wir ein Produkt, von welchem ich weiß, was du dir ungeniert in den Arsch schiebst, nur halt ausgepresst. Und zwar Karottisaft. Gib mir Wärme, gib mir Licht. Das ist eine toxische, ja. Das ist Atomkraftwerk. Ich muss auch ehrlich sagen, Dominik, ich habe jetzt so viel Saft in mir drin. Ich glaube, dass wenn ich jetzt würge, dass auch was rauskommt. Oh mein Gott. Komm, wir gehen rein. Du bist stark. Denk an Gesundheit. Mmh. Oh. Boah. Ganz ruhig, ganz ruhig. Tja, ich fange mal mit einer kurzen Bewertung, Freunde. Ich gebe dem Karottensaft eine 1 aus 10. Ich gebe 0. Es muss trotzdem rein, leider. Lack, ich habe dir schon immer gesagt, du bist ein klein Peach. Pfirsich? Hä? Bist du Team Eistee Pfirsich oder Eistee Zitrone? Das ist ein Pfirsich. Richtig. Dann sollte es ja ein Heimspiel für dich sein. Es riecht nach einem Arsch, den man auffaltet. Ja, ja. Wirklich, wirklich, wirklich. Prost, Mahlzeit. Zum Wohl. Das ist lecker. Kann man trinken? Kommt auch gemischt ganz geil, wenn man das, sag ich mal, mit ein bisschen, zum Beispiel ein bisschen Gin. Ich könnte mir vorstellen, dass man ein bisschen Gin-Aprikose zaubert. Wieder Gin-Alkohol mischen willst du den Saft drin, ja? Ja. Ah, da kannst du eine entspannte Mischung machen, sagen wir mal ein 70-30er. Geht's dir gut? Willst du reden? Also, halt, wir machen das Video gerade, oder? Ganz normal geht's mir. Ich gebe dem Peach-Produkt hier eine 7. Es ist halt lecker, aber es ist auch kein Saft. Es ist halt so Nektar, dickflüssig. Kann man nicht trinken, hinterkippen. Bleibt irgendwann stecken, weil es so verklebt. 7. Ich gebe den 6. Ey, als nächstes für Lo habe ich einen Apfelsaft mitgebracht. Oh, Klassiker. Den kenne ich ja zum Beispiel von Apfelkorn, also nur mindestens Hälfte Korn, Hälfte Apfelsaft. Ich habe es komischerweise nur die, also wo nur Apfel drin ist, bekommen, die Packung. Aber wir können ja den Korn dann gleich noch reinmachen. Nein, können wir nicht. Später meine ich, also halt ohne Video dann, dass wir da ein bisschen Korn reinmachen. Es sieht aus wie die Urinprobe auf dem Polizeirevier. Gute Konsistenz, glasklar. Hey! Okay. Mm-mm. Oder war da schon Korn drin jetzt, oder was? Spatz. Warum? Was ist denn los? Was denn? Meine Mama? Dein Manager Dr. Roger? Hallo? Ja, ist halt Apfelsaft, ne? Ja, ist Apfelsaft. Sorry, kann ich nicht mehr trinken, leider. Folgende Bewertung, 9,7 aus 10. Ich gebe 9,7, All-Time Classic, kann man saufen. Was ist, wenn ich jetzt hier die Flasche treffe? Ja, wäre doch krass. Man kennt mich unter dem Synonym Mr. Feel Sex. Klar. Die Platte ist auch komplett leer. Was geht hier für eine Fickung ab? Ich bin Mr. Feel Sex, sorry. Und gerade ich muss darauf achten, dass dein Sex lecker schmeckt. Ananassaft. Geschmacklich kann man es machen. Aber schmeckt auch anders als Ananassaft, den ich so im Kopf habe. Aber wenn man sich und seine Wichse was Gutes tun will, dann ist das eine feine Wahl. Wenn man sich schon seinem Ejakulat mal, sag ich mal, ein bisschen verwöhnen will. Eine Auszeit gönnen möchte. Eine Auszeit. Ich gebe eine 6. Ich gebe eine 7. Felix! Ja. Ich habe den Kirschsaft mitgebracht. Super! Den kenne ich hauptsächlich von Kirschsaft-Weißwein. Ne, da machst du immer Hälfte Weißwein, Hälfte Kirschsaft. Okay. Und jetzt habe ich halt nur den Kirschsaft hier gerade bekommen. Dominik, ich bin da für dich. Warum? Warum jetzt? Du hast jetzt zu jedem Saft eine alkoholische Sorte auf. Nee, ist ja. Also ich weiß schon, dass es den noch einzeln gibt, aber man trinkt den ja normalerweise Kirschsaft-Weißwein. Nein. Ein Weißwein-Kirsch? Darf ich sie kredenzen? Yeah! Kirschsaft finde ich immer sehr, sehr gut. Ich kriege davon manchmal Sodbrennen, weil es so sauer ist, aber es schmeckt trotzdem gut. Manchmal oder manchmal, du Hurensohn.
klasse. Geil. Das ist ja nämlich so krass an meine Oma und Opa. Warum jetzt genau? Na, aber die haben mir halt Kirschweißwein beigebracht. Ne? Als ich damals immer da war, ich weiß nicht, da war ich so 2, 3 Jahre alt, da haben die immer Baby gesittet, weil meine Eltern manchmal abends beide weg waren. Und da haben meine Großeltern auf mich aufgepasst und haben gesagt, Dominik, wenn du das besser schlafen kannst, schick jetzt ein bisschen Kirschweißwein. Das ist ein Gefühl von Heimat, das ist ein Gefühl von unfassbarer Freiheit. Hattest du schon mal so viel Geschlechtsverkehr, dass dein Harnweg und dein Puller und deine Blase entzündet waren? Nein. Ich auch nicht. Deswegen weiß ich auch, dass Cranberry-Saft der Blase unheimlich gut tut. Cranberry-Saft ist unglaublich gesund für die Blase und es ist unglaublich bitter im Geschmack, was mich so geil macht. Es sieht aus wie ein Atomkraftwerk. Cranberry-Saft sieht aus wie das Blut, was ihr pisst, wenn ihr Cranberry-Saft eigentlich trinken müsst. Irgendwas fehlt mir hier so ein bisschen. Ja gut, natürlich, da fehlt es ein bisschen Uso. Nee. Das meinst du? Meint er irgendwie so Eis oder Verzierung? Cranberry-Uso. Den Cranberry Uso meinst du? Hier schmeckt man diese Bitternis und das ist schon ein guter Geschmacksträger, finde ich. Ich finde es geil. Leckerer Saft, Gesundheitsnutzen, mit bisschen Uso wird es noch besser. 9,1 aus 10. Ich gebe 9,2 aus 10. Wir haben hier Rhabarbersaft. Hallo. Also gut, ich glaube, ich brauche einfach nur den Saft. Ja, wir brauchen ihn schnell zu Ende, Mann. Rhabarber ist mein Endgegner. Meine Großeltern, die mittlerweile beide schon tot sind, frag dich mal, warum? Der Scheiß hat nicht geholfen. War geil. Ich brech. Das ist doch ein schöner Rhabarberkuchen. Prost Mahlzeit, Herr Kapitän. Okay, geschmacklich kann man es ahnen. Mit ein bisschen Wodka. Was nochmal mit? Wodka Rhabarber. Kann man es auch super trinken. Schmeckt super gut. Macht ihr Hälfte Wodka, Hälfte Rhabarber und habt einen super guten Trink. Das ist ja gesund eigentlich, ne? Das ist der purste Vitaminsaft der Welt. Weil dann bin ich eigentlich gesund, weil so sieht mein Stuhl aus. Jetzt kommt mein persönlicher Scheiß-Endgegner. Oh. Die Leute da draußen können vielleicht erahnen, was jetzt kommt. Tomatensaft. Evolio, Evolio. Plus Schmalzeug. Geht übel gut, klar. Ja. Finde ich lecker. Also ich muss sagen, ich finde es lecker, aber ich habe jetzt auch die letzten Tage mich nur von Nudeln ernährt mit Tomatensauce, deswegen bin ich so dran gewöhnt. Füge es hinzu. Kommt rein. Und dann ist das finale Ingredient, ne? Oder mein Magen tut actually no joke weh. Ja. Freunde, wir haben jetzt hier den ultimativen Saft zu stehen. Alle möglichen Säfte sind gemixt zu einer Mixtur und wenn wir das getrunken haben, sind wir, glaube ich, unsterblich. Oder wir sterben direkt. Seid tapfer, wir sehen uns auf der anderen Seite. Es kommt trotzdem noch die Karotte und die Sauerkraut-Scheiße durch. Durch 12 andere Säfte kommen die trotzdem durch. Also du hast recht, es kommt durch, aber ich finde es nicht mehr eklig. Das ist krass. Würdest du davon jeden Morgen einen Shot trinken? Wenn ich wüsste, dass es mich gesund macht und dass ich healthy bleibe, dann ja. Ja, was soll ich sagen? Wir sind gesund, wir leben gut, ist alles geil. Ich bin froh, mit dir zusammen den unendlich besten Saft der Welt entdeckt zu haben. Danke dir. Freunde, der ultimative Saft wurde gefunden, getrunken und gleich in unserem Arsch verarbeitet. Meiner drückt schon. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was wir als nächstes für euch testen sollen und rausfinden sollen, was das ultimativste ist. Lasst ein Abo da, like dieses scheiß Hunde so ein Video, wenn ihr mehr von diesem Schmutz sehen wollt. Ansonsten wünsche ich euch einen schlechten Abend. Ciao.